Auf dem Litzenteich in der Nähe des Radiborer Ortsteils Luppa soll in diesem Herbst ein Schilfschnitt durchgeführt werden. Dies hat jetzt die Naturschutzstation Neschwitz mitgeteilt. Im Frühjahr war der als Naturschutzgebiet deklarierte Teich aufwendig saniert worden. Insgesamt wurden dabei nach Angaben der Station 15.000 Kubikmeter Schlamm zu Inseln aufgeschoben und weitere 2.000 Kubikmeter auf einem angrenzenden Acker ausgebracht. Dadurch wuchs die freie Wasserfläche von 3 auf 8 Hektar an. Im Laufe des Sommers ist der Litzenteich jedoch erneut stark zugewachsen. Gründe waren laut der Naturschutzstation der späte Anstau Ende März sowie der fehlende Fischbesatz. Für die Maat wurde der Litzenteich im September vollständig abgelassen, um ihn befahrbar zu machen. Danach soll er wieder angestaut und mit Karpfen besetzt werden, die durch das Wühlen im Teichboden ein erneutes starkes Pflanzenwachstum unterdrückten.